Dann überlegen wir doch mal, an welcher Stelle wir direkt ins Thema einsteigen. Also, liebe Kollegen, wir hatten eine Fachsprachprüfung in Münster, die hatte es doch ziemlich in sich gehabt. Dazu möchte ich Ihnen mal ein paar Sachen erzählen. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch mal an. Also, was haben wir gehabt? Wir hatten eine Fachsprachprüfung, eine Kenntnisprüfung in Münster am 21.07. Und es waren insgesamt fünf Prüflinge. Zwei davon haben bestanden. Das Interessante an dieser Prüfung war der Ablauf der ganzen Geschichte. Fangen wir doch mal an. Also kurz vor 10 Uhr wurden die Prüflinge im Empfangsbereich des Krankenhauses abgeholt und in einem Zimmer gebracht, wo ihnen dann ein Oberarzt erklärte, wie der ganze Ablauf sein würde. Da muss man das Übliche, man unterschreibt dann noch, was man bekommt, einen Anamnesebogen, eine Verpflichtungserklärung, dass man über die Details der Prüfung oder die nicht die Details der Prüfung, sondern dass man über den Patienten, den man untersucht, eine Schweigeverpflichtung ablegt. Das heißt, man darf darüber nicht berichten. So, und dann geht's los. Jeder von uns wurde in ein Patientenzimmer gebracht. Das wurde Hauptdiagnose genannt. Das heißt, nochmal, es gab einen Oberarzt. Dieser eine Oberarzt hat die Ärzte in verschiedene Patientenzimmer gebracht. Also bitte nochmal, nicht ein Patientenzimmer, sondern in verschiedene Patientenzimmer. So, und jetzt frage ich mich, wie konnte das passieren? Es heißt, dass unter Aufsicht eines Mitgliedes der Kommission die Anamnese erfolgen müsste. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ein Mitglied der Kommission. Und dann schreibt der Arzt in seinem Bericht, dieser Oberarzt verschwand nach dem ersten Teil, war später nicht mehr dabei. Und ich vermute mal ganz stark, dass er damit auch nicht ein Mitglied der Prüfungskommission war. So, wenn wir uns jetzt mal die vorgeschriebene Ordnung für die Prüfung der Gleichwertigkeit nach Paragraph 37 der Approbationsordnung vornehmen, da steht ganz genau drin, wie eine Kenntnisprüfung abzulaufen hat. Die Antragsteller haben vor dem Prüfungstermin ein oder mehrere Patienten erhalten und müssen dann eine Anamnese vorführen unter Aufsicht eines Mitgliedes der Kommission. Also nochmal, das muss ein Mitglied der Prüfungskommission sein. Der Oberarzt, der dann vormittags oder gegen Mittag einfach verschwand, war sicherlich nicht nicht Mitglied der Prüfungskommission. So, die Anamnese ist nämlich Gegenstand der Prüfung und in eine Bewertung mit einzubeziehen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt also, die Untersuchung, die man an einem Patienten vornimmt, ist Teil der Kenntnisprüfung und muss später mit in die Prüfung einbezogen werden. Das Prüfungsgespräch bezieht sich dann auf die Patientenvorstellung und erst dann kommen ein paar verschiedene andere Sachen. So, dann gibt es eine tolle Beschreibung. Es gab dann einen praktischen Teil mit einer Anamneseerhebung. Das finden Sie alles übrigens auf der Seite Approbationsinfo. Da können Sie den Bericht durchlesen. Das Entscheidende an dieser Stelle ist etwas anderes. Der Oberarzt, das scrollen noch mal ein bisschen runter, beziehungsweise ein bisschen hoch, der erhielt die ganzen Unterlagen und was passierte dann? Er verschwand. Er war einfach weg.
Dann gab es eine Stunde Pause. Um 13 Uhr erschienen dann drei Prüfer. Drei Prüfer. Das heißt, der Oberarzt war nicht mehr dabei, sondern es erschienen drei Prüfer, darunter Dr. Roos und Dr. Bocknick. Die wurden zwar nicht vorgestellt, aber die fingen dann an mit der Prüfung. Und es war interessant, ein Prüfling wurde zunächst alleine geprüft, nach einer Stunde kam er raus und er war sehr deprimiert, weil er wurde nach 7 Minuten in das Zimmer gerufen und dann wurde ihm das Ergebnis mitgeteilt, er hatte nicht bestanden. Natürlich waren dadurch alle Prüflinge ziemlich demotiviert. Aber jetzt muss man dazu eins wissen, es dürfen in einer Prüfung nur 4 Leute geprüft werden. Deswegen hatte man diesen Prüfling vorweggenommen. So, dann ging es weiter mit den anderen Kollegen, die alle gleichzeitig im Zimmer waren. Man bekam ein EKG zur Bewertung und man durfte Befunde schreiben, aber nichts davon wurde gefragt. Das heißt, man hat einen Befund geschrieben, nichts davon wurde gefragt. Und was ziemlich entscheidend ist, man hätte ja über den Prüfling, den man ja in der Anamnese sich angesehen hat, dem hätte man ja eigentlich, dazu hätte man gefragt werden müssen. Das ist hier nicht erfolgt. Was passierte dann? Ja, dann gab es die Ergebnisse. Das wurde wie bei Deutschland sucht den Superstar. Man wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe wurde ins Zimmer gerufen mit dem Ergebnis: Liebe Ärzte, ihr habt die Kenntnisprüfung nicht bestanden. Dann kam die zweite Gruppe. Ja, liebe Leute, ihr habt bestanden. Und dann waren es zwei Leute, die die Prüfung bestanden haben. Tja, was soll man dazu sagen? Die Sache ist eigentlich relativ einfach. Weil so kann es nicht gehen, so kann es bei einer Prüfung nicht laufen. Dafür gibt es einfach ganz klare Durchführungsbestimmungen, aus denen ich hier mal zitiert habe. Mir sind Fälle bekannt, wo gute Rechtsanwälte gegen den Ablauf einer solchen Kenntnisprüfung vorgehen und diese Kenntnisprüfung dann annulliert werden musste und wiederholt werden musste. Für die Leute, die die Prüfung bestanden haben, natürlich kein Ansatz, aber für die Leute, die eine solche Prüfung nicht bestehen, die sollten ernsthaft mal drüber nachdenken, was man in so einem Falle tun soll. Ja, das war jetzt mal ein Beispiel von etwas oder eine andere Art und Weise. Das war schon ganz schön heftig, was da gelaufen ist, denn das darf natürlich nicht so sein. Ob Sie gegen eine solche Prüfung vorgehen. Dazu nehmen Sie ganz einfach einen Anwalt zur Hilfe, der kann Ihnen dazu eine ganze Menge sagen. Last not least, das heißt als letzten Punkt, dann sind wir schon wieder am Ende in der heutigen Sendung. Nochmal der Hinweis, es ist in Münster nicht unbedingt leichter geworden. Wir hatten sicherlich den Fall, dass einmal alle Teilnehmer die Prüfung bestanden haben und wir bekamen ja auch sehr positive Berichte, es sei alles gar nicht so schlimm und man sollte sich doch nicht abschrecken lassen, sondern es wäre doch alles ganz einfach. Aber ich weiß nicht, ob sich in Münster viel geändert hat. Noch ein Hinweis, vielleicht aus Hessen. Zurzeit gab es ja keine Prüfungen in Marburg. Die sind aufgrund der Corona-Situation weggefallen. Es gab dann die Prüfung in Bad Nauheim im Gebäude der Landesärztekammer. Dort haben wir eigentlich durchgehend positive Ergebnisse. Das heißt, ab und zu fällt mal einer von 8 Prüflingen aus 2 Gruppen durch. Aber generell ist es eine sehr positive und konstruktive Prüfung mit einer extrem hohen Erfolgsquote. Also im Vergleich zu NRW muss ich sagen, gibt es inzwischen andere Bundesländer, wo man eine höhere Quote hat.
So, liebe Kollegen, das war es eigentlich für heute. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie was interessiert, sagen Sie mir, was Sie beschäftigt, was möchten Sie wissen. Gibt es etwas, was Sie gern in der nächsten Sendung behandelt haben möchten? Schreiben Sie mir eine E-Mail, rufen Sie mich an. Und generell, wenn Sie Fragen zur Approbation haben oder Probleme mit einer Approbationsbehörde, dann können Sie mich jederzeit als Sachverständigen anrufen und ich gebe Ihnen gerne eine kostenlose Erstauskunft. So, das war's für heute. Alles Gute, bleiben Sie gesund, bis nächsten Sonntag, 18 Uhr.